Hallo zurück zu Resident Evil 1, dem HD Remake. Heute mal mit einer Folge, wo wir einiges erleben werden. Nicht so wie die letzte, wo ich erstmal eine halbe Stunde gesucht habe, bevor ich diesen verdammten Scheiß-Knopf gedrückt habe. War gut. Das heißt, wir haben ihn. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, was wir damit alles erleben. Werden mal weiter gucken. Vielleicht diesmal ja. Ohne diese ganze Scheiße da. Gleich hier oben an. Yeah. Geil. Erste Tür ist offen. Naja, Pflanzen kann man auch mitnehmen. Vielleicht mal einen rauchen unterwegs. Guck mal, haben wir zwei... Oh, was liegt denn hier? An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Oh mein Gott! Das ist nicht gut! Oh, was liegt denn hier? Ersthilfekasten. Prüfen. Ich will den aufmachen. Ja, danke. Ein Ersthilfespray. Cool. Lassen wir das mal. Okay. Ah, Farbband haben wir genug. Brauchen wir nicht. Pflanzen brauchen wir auch nicht. Haben wir jetzt ja zwei Halssprays, das reicht. Denke ich mal, gehen wir mal von aus, dass das reicht. Und kurz hier was machen. Oh, schöne Bilder hängen hier. Natürlich. Richtig gut, so. Erste Tür haben wir gecheckt. Und wir leben noch. Aber immer noch keine Spur von Chris und von Barry. Spannung steigt. Oh! Wenn man vom Teufel spricht. Ganz schön schreckhaft. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere. Was mich noch von diesen Bestien unterscheidet, meine Liebe für... In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf und Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Sehr gut. Müssen wir also alle hier. Ja, ist mir klar. Ich
Alter. So. Zu gut, Alter. Ich bin einfach zu gut. Oh. Komm, fass mich nicht an, Alter. Fass mich einfach nicht an. Barry ist einfach von uns gegangen. Die Frage, konnten wir hier noch was machen? Ne, da war der Helm. Okay. Kriegen wir jetzt den Helm? Achso. Okay. Okay. Laufen wir mal weiter. Haben wir noch ein paar Türen, die wir öffnen können. Beispiel die hier. Yeah. Nee. Muss da irgendwas wieder ein... Oh. Okay. Okay. Wir hätten erst die... Dampen. Zurückschieben müssen wahrscheinlich. Ja. Okay. Den reinmachen geht der da oben auch rein. Ich bin so gut. Also Capcom, da müsst ihr euch mehr einfallen lassen. Okay, egal, wir nehmen es erstmal mit. Oh, und die nächste Tür. Das läuft ja besser, Alter, wäre das mal letzte Folge so gelaufen. Also. Oh. Richard! What happened? You're wounded! Oh, yeah. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake.
and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Spielt er auch mit Schlangen? Ich hab's ihm gesagt, ey, aber er wollte es unbedingt haben. Ja, wenn wir hier oben lang gehen, ne? Klar, wir können auch hier oben lang. Genau da lang, da lang. Treppen runter. So war das. Genau so. Oh oh. Verarschen, Alter, leg dich hin. Gehst du ab, Alter. Oh oh. Oh oh. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wo ist denn hier das eine Scheiß hier rum? Alter, lauf dazu. Hier vor, bitte. Oh oh. Scheiß Kerl. Schieß mit mir an. Ich kaputt, Alter. So, weiter geht's. Eine Schlange. Ja, warte mal, da komme ich gar nicht rein, ne? Ne, ich muss noch dahin. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Sieht ja richtig lecker aus. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? I'm okay. The others... Aber ich will jetzt nicht mit der kämpfen, ich habe nur noch ein... Ja, nee, das nehmen wir uns auf. Für die nächste Folge. Gehen wir noch ein bisschen weiter so, ein bisschen Munition suchen und dann machen wir die Schlange platt. Kriegt's aufs Maul, Alter.
Jetzt gehen wir. Ja, da liegt doch Muni drauf, Alter. Willst du mich verarschen? Steht doch auf. Doch nicht. Hätte schwören können, der steht auf. Sag ich doch. Anbeißen. Oh, Granatwerfer. Oh, oh, geil. Jetzt machen wir die Schlange platt. Holen wir noch unser Zeug und dann machen wir sie platt. Nachladen nicht vergessen. Jetzt gehen wir nochmal Munition holen und dann holen wir uns die Schlange. Schlange auf die Rolle, Alter. Platz. Kriegt's Probleme mit Chill, Junge. Geil. So, jetzt hier runter. Du bleibst bitte liegen, danke. Ich hab etwas Munition. Bald. Das noch erstmal hier. Ja. Ja, schon gleich. Lange große Probleme, der Panda ist. Und nach der letzten Folge, ne? Hier, total beschissen. Muss ich ehrlich zugeben. Dann halt mal wieder was mit viel Action. Auch gut. Genug warm geworden. Oder auch nicht.
Er hat aber getroffen. Munition haben wir eigentlich ganz. Jetzt hätte ich das Feuerzeug mitnehmen müssen. Andersrum. Oh, Alter, wo kommst du her? Feuerzeug oder dahin. So ist schon aus. Eine Lauferei ist das, eine Lauferei. Von A nach B, von B nach C, von C nach D. Also die hoch. Du bleibst schön liegen. Gucken wir nachher wieder ab. Dann, wenn es soweit ist. Gewehrmunition. Geil. Na, das ist doch. Die Schlange werden wir dann wohl doch erst in der nächsten Folge oder so machen. War das denn nix? Können wir denn noch rein? Haben wir denn da noch vergessen? Sie ist normal, meins zu brauchen. Also
Wappen nehmen wir mal mit. Jetzt lassen wir wieder hier. So, also. Symbol hier mit. Wir lassen auch hier. Noch die einen Räume da unten an dieser S-Halle durch, dann war es das auch schon. Ja, Folge. Irgendwie war mir das klar. Spiel ist einfach zu vorhersehbar. Aber naja, gut. Runter. Genau da rein. Hier rein. Da müssten eigentlich die Räume hier drauf. Oh, der hat aber Krallen. Bleib schön liegen, mein Freund. Du stehst erst auf, wenn ich dir das erlaube. Das kannst du aber glauben. Glaub. Fällt bei dir gegen die Wand, oder? So. Ah, sind wir doch beim Klavier. Licht Fahrband. Fahrband wollen wir nicht. Oh. Notenblatt. Hier rein. So. Dann fangen wir an, Baby. Zugabe. Oder auch nicht. Da. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf dieses Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein Licht und sagte, ich bedauere, dass ich ihm das tun muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es einen. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, das Spencer und ich. Die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid.
Meine Familie, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1960. Konnte ich so unachtsam sein. Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Eine Geburtstag von Jessica. Viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sich umgehen. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in der Walkitlet. Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus dem Haus entkommt man nicht. Die ganzen Feiern umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Darf ich nicht vergessen. So, hätten wir das auch geschafft. Gehen wir das noch da an dem Kamin einsetzen und dann war's das. Mit der Folge. Oha. Passiert nichts, vielleicht hat er das mit dem Helm, dem Schild und Schwert. Ja, ach nee. Wenn die beiden einander erstochen haben. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Muss ich doch eigentlich nur den Kro... Es passiert nichts, wie hell ist das mit dem Helm? Ja, das ist mir auch klar. Passiert nichts, verstehe ich nicht. Ah. Siehe da, wir haben einen neuen Schlüssel. Schildschlüssel. Cool. Gut, das war's dann, würde ich mal sagen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.